Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Die Käsemar. Ja, ich bin immer noch damit beschäftigt. Ich habe so Zeichnungen eingesammelt. Ich zeige dir die kurz. Die sehen so aus. Das sind 4 unterschiedliche und die müssen jetzt hier verteilt werden. Ich habe dir die letztes Mal anscheinend falsch verteilt. Ich weiß noch nicht so genau, wie die gehören. Ich habe sie jetzt in der Aufnahmepause nochmal eingesammelt komplett. Und ja, ich lege die jetzt nochmal hin. Ich hatte hier das letzte Mal die auf dem Ring gelegt mit dem Auge, weil ich dachte Auge und Auge zusammen. Aber ich probiere jetzt halt mal Auge und Träne dann, da das andere anscheinend ja nicht richtig war. Es tat sich jedenfalls nichts. Jetzt hoffe ich nur, ich finde auch die Orte wieder, wo der Rest hingehört. Ja, hoffe ich. Hoffe ich einfach mal. So. Ja, hier hinten ist noch... Das mit dem Mond ist schwierig, ne? Hier ist ein Zimmer, da scheint das Mond rein. Da hatte ich erst die Träne hin. Die Träne habe ich jetzt ja oben. Das heißt, ich muss hier was anderes nehmen. Ich weiß nicht so genau. Den Pfeil möchte ich gerne bei dem Herz hin haben. Ich nehme jetzt hier... ja, keine Ahnung. Ich nehme Mist. Ich nehme jetzt hier die Flamme. Ich weiß aber nicht so genau. Licht, Mond, Licht vielleicht und Lichtquelle. Also könnte ja auch sein. Gut. Dann hier weiter runter, ne? War das? Da war nur der blitzende Blinker. Jetzt könnt natürlich, guck, dem fehlt hier ein Auge. Jetzt kann natürlich sein, dass hier das Auge durchaus hingehört. Gell? Also, dass da so das Auge fehlt. Und dann hinter dieser Tür. Da lege ich den Pfeil jetzt wieder hin. Also, ich meine, das ist ja, wird ja irgendwas mit den Sachen zu tun haben, die da drin, die da rumliegen. Von daher dürfte das jetzt wohl passen, ne? Die andere Möglichkeit hatte ich ja schon. Ah ja. Ja, prima. Jetzt ist da Licht angegangen, oder was? Ja, soll ich da jetzt durch? Echt durch den Schacht? Na, das finde ich aber nicht so toll, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Na gut. Kann man nicht ändern, ne? Mache ich das halt. So, der ist ja hier gewesen, oder? Nee, wo ist denn der Schacht noch? Da war die Brick. Ja. Die Wall hier, die Steine. Okay, da war es also nicht. Dann war es hier die Tür. Ja, okay. Hineingehen. Ja, was... ja. Ah, guck mal. Und das ist bestimmt... ja, pass auf. Kann ich den... diese Uhr scheint irgendwie mit etwas anderem in Verbindung zu stehen. Wenn ich die Zeiger bewege, könnte was passieren. Das ist bestimmt die Uhrzeit. Ich hatte mir die extra aufgeschrieben. Ja. Zeiger auswählen. Ach so. Ah, okay. Ja. Und kann ich jetzt... wie... ach so. Das passt. Okay, das machen wir auf. Warte. Nee. So. Und das... nee. So. Juhu! Yeah! Sehr cool. Dann kann ich wieder zurück, ja? Okay, jetzt hoffe ich nur, ich finde den Ausgang auch. Das war die falsche Tür, glaube ich, oder? Zack und zack.
an der Hier war das nicht. Ich klick trotzdem, ne? Weil ich ja immer nicht hundertprozentig sicher bin. Okay. Ah, da hinten. Genau. Auf geht's. Ah, ich kann hier raus. Hurra. Ja, bitte. Kann ich jetzt hier... Jetzt könnte ich doch eigentlich was passieren, wenn ich jetzt in mein Zimmer zurückgehe. Das ist doch mein Zimmer hier, oder? Oh Gott, ich will mich hier nicht umdrehen. Ja, da hat sich auf alle Fälle nichts getan jetzt, ne? Okay, ja dann. Lässt sich nicht öffnen. Wie lässt sich nicht öffnen? Was ist los hier? Ach, das, der Seeschlitz lässt sich nicht öffnen. Okay. Ja, und jetzt bin ich wieder hier in meinem Zimmerchen, oder wie? Was war das denn? Da ist nichts drin, aber da hat sich doch gerade was... Da hat sich doch gerade... Da ist doch gerade... Also, ich bin doch nicht bescheuert. Okay, was soll ich denn tun? Ich soll hier wieder raus. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Echt? Hier gibt es noch was anzuschauen? Nicht ohne Witz? Okay. Ach, vielleicht sind hier von den anderen Türen. Die ist verschlossen. Die hier hinten. Ah, ich kann auf der anderen Seite Geräusche hören. Versucht jemand mit mir zu kommunizieren? Ich höre gar nichts. Mein Gott. Fortsetzung folgt. Ja, prima. Das war die erste Episode. Die wäre geschafft. Jetzt würde ich aber sagen, da wir ja alle Episoden haben, mache ich jetzt gleich auch mit Episode 2 weiter. Episode 2. What is a friend? Ja, das hatten wir schon mal, ne? Die Frage, was ist ein Freund eigentlich? Genau. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Okay, prima. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, da ist eine Tür, da ist sonst ja nichts. Oh. Hallo? Das ist unhöflich. Nee, das finde ich jetzt... Ach so, da geht's... okay. Was ist hier denn? Ah, eine Münze. Ja, die nehme ich natürlich mit. Habe ich jetzt das Zeug aus meinem... Ach, guck mal. Ach, hier gibt es 10 zu finden. Das heißt, ich habe die anderen gar nicht gefunden. Und das, was ich in der ersten Episode gefunden hatte, das habe ich auch gar nicht mehr, das Zeug. Okay. Habe ich da noch Münzen übersehen? Das ist ja nicht so schlimm. Ja, runterklettern. Ja klar, ich gucke jetzt erstmal, was da ist, bevor ich durch die Tür gehe, würde ich sagen. Ach, ist das der Ventilator von der anderen Seite? Vermutlich. Die ist verschlossen. Was steht denn da an dem... aufheben. Den, gucke ich mal. Den Zeitungsartikel. Well-known pianist Jack Roth did not die of natural causes, the Newark police confirmed during the press conference held on Monday morning. The autopsy report stated that he had died of poisoning. He was already dead when his head was removed from the body. Police are now searching for his wife, a 55-year-old psychiatrist,
possibly related to the gruesome death of the pianist. Ja, die hat hier bestimmt gearbeitet. Okay, die Tür ist ja zu. Da geht der Ventilator, da ist ein umgekehrter Tisch da nur. Ach, ist die das hier? Guck mal. Ich kann leider nicht... Ach, das ist eine... Die ist verschlossen. Das ist eine Falltür. Was ist das denn? Eine Platte. Ja, ich heb das mal auf. Also, guck, da liegt doch noch eine Münze. Okay. Kann ich hier... Nee, auf dem Schreibtisch kann ich auch nichts gucken. Das ist die bestimmt, oder? Die Psychiaterin da. Die sieht schon so aus. Ich gehe wieder rauf. Ja, ja. Kletter mal wieder hoch. Okay. Die Tür ist ja nun offen. Ah. Okay. Guck mal, die haben alle gar keine Gesichter. Was ist hier denn los? Warum haben die keine Gesichter? Da passt doch irgendwas nicht. Das ist ja merkwürdig. Guck mal, und hier, das überall verrostet und vergammelt, der Mist hier. Ich drehe mich mal einmal rum. Von da bin ich vermutlich gekommen. Okay. Und dann gucke ich hier nochmal. Nee, ich bin von da gekommen. Dann probiere ich jetzt erst die andere Tür hier, die hier. Die geht sogar auf. Kann ich hier nicht... Warum nimmt er sich nicht hier so ein Holzding mit einer Holzlatte, um das jemanden über den Schädel zu hauen, ne? Würde das doch reichen. Ja, dann... Da ist noch, guck mal. Ja, bitte, noch ein Zeitungsartikel. Was steht denn hier Schönes drin? Ach, das ist der Pianist gewesen. Jetzt nehmen wir Jack. Irgendwer. Jack Roth, Red Butterfly Orchestra pianist and composer, was found dead on Monday morning in his house outside of Newark. Newark police officer Sandy Herrer couldn't confirm or deny if any foul play was behind the death of the pianist. Red Butterfly Orchestra said in a statement, "We are truly heartbroken at the loss of a close friend and a great musician. We send our deepest condolences to his family." Okay, das ist von demselben Typen. Was hat der denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Ja, ja, die Münze nehme ich mit. Weißt du, was hat denn der damit zu tun? Verstehe ich gar nicht. Ja, kletter mal runter. Das ist ein Fotoapparat oder was ist das? Eine Kamera, ja. Da ist noch eine Münze. Wo ist denn... Das ist ja... Da kann ich nichts mitmachen. Ich könnte ja mal... Pass mal auf die Kamera, untersuche ich mal. Untersuchen. Nee, da ist aber nichts irgendwie zu sehen oder so. Oh nein, ich kann da Fotos machen. Okay. Aber hier ist ja nichts drauf zu sehen. Ich kann jetzt... Ach, da kann ich mir die Fotos angucken. Okay. Das ist ja eine coole Idee. Ja, ich kletter hier mal wieder rauf. Guck mal, da kann ich doch mal... Ich mache jetzt einfach mal ein paar Bilder. Wer weiß, wozu das gut ist. Ja, ich soll zurückgehen. Dann mache ich das doch mal. Das möchte ich gerne auch fotografieren. Guck mal, 6044. Das muss ich aufschreiben. Ach Gott, mein... Ich muss den Zettel mal einmal knüdeln hier. Einmal andersrum machen. 6044. Okay. Ach, das ist hier bestimmt für den... Guck mal. 6044. Das war ja leicht. Man kann ja nie wissen, ne? Ich mach mal Bilder. Guck mal, da ist ein Schlüssel. Da hinten. Der Schlüssel zu Nummer 2. Ja, den nehme ich mit. Ach, und da gehört die... Ich hab doch hier so eine...
fehlt noch die dritte. Vermutlich. Vermutlich. Okay. Ich habe jetzt ja noch einen Schlüssel gefunden. Da kann ich ja mal zurück. So, Gott sei Dank sind hier nicht so viele Jumpscares, ne? Das ist ja immer nicht so meins. Huch, da mache ich mir ja immer in die Hose. So. Okay, und da ist doch dann... Wo ist denn... Ach so, nee. Aber ich bin doch Zelle Nummer 1. Guck, da muss doch hier irgendwo auch Zelle Nummer 2 irgendwie miteinander... Ging da unten noch eine Tür? Hier, ja, siehste. Sehr gut. Hoho, ich mach ganz viele Fotos. Das finde ich toll. Okay, den Schlüssel brauche ich mal. So, und ich glaube, in dem Raum... Ich mache noch ein Foto. Ich glaube, in dem Raum schauen wir uns dann im nächsten Part um. Mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Ich danke dir jetzt sehr, dass du dabei gewesen bist. Würde mich freuen, wenn du mich auch das nächste Mal bei DKSMR wieder begleitest. Sag bis dahin. Ciao, ciao.